Auch heute habe ich eine neue Orakelform für dich, und zwar Periodensystem der Elemente. Ich mache eine kleine Aufstellung für dich, wie es bei dir gerade aussieht und was da auf dich alles zukommt. Kannst du dich noch an die Schule erinnern? Chemieunterricht? Ja, da gab es im Chemieunterricht auch so eine Tabelle mit allen Elementen, die drin stehen. Und ich habe auch auf dieser Ebene auch ein Kartendeck auf die Beine gestellt. Vor allem, es ist sehr, sehr gut für die Aufstellungen. Also man kann mit Periodensystem der Elemente aufstellen. Periodensystem der Elemente. Aufstellung deines Jetzt. Schauen wir einfach, wo du stehst. Und zwar, ich habe einige Karten gezogen. Das sind sechs für diese Aufstellung. Und die erste ist Nummer 1. Wasserstoff. Ja, was ist Wasserstoff? Da stehst du im Moment. Du bist in Leichtigkeit, aber Wasserstoff ist explosionmäßig sehr laut. Ja, das steht auch für ein Kind in erstem Lebensjahr. Das Kind schreit. Und für Geburt. Also eigentlich, was hinter diesem ja, Zeichen steht, Schatz entdecken. Du sollst etwas Neues anfangen. Du sollst im Moment einfach mal in Fluss kommen. Und wenn man genau das Wort hört, Wasserstoff, da hörst du Wasser, Wasser fließt, Stoff liegt oder steht. Und dieses Wasserstoff kommt eigentlich sehr häufig vor. Das heißt, immer wieder kann dich jetzt jemand reizen. Aber versuch nicht in diese Reize reinzukommen. Bleibe deine Leichtigkeit. Die nächste Karte ist Nummer 8. Das ist O oder Sauerstoff. Ja, diese Karte kann schon ein bisschen sauer machen. Vielleicht hat dich jemand sauer auch gemacht. Ja, das ist natürlich auch explosionsmäßig sehr gefährlich. Heftige Reaktion, explosiv. Also hat auch mit Ozon zu tun. Aber Sauerstoff brauchen wir zum Leben. Also zur goldenen Mitte. Also denk nach, Sauerstoff, Sauer und Stoff kommen sehr, sehr häufig vor. Lass dich aber nicht sauer machen. Bleib bei dir. Die Karte Nummer 17 steht für Chlor. Ja, stechend, riechend, giftig und hat mit Reaktionen zu tun. Jemand reizt deine Psyche im Moment. Die Karte hat auch mit Charakter zu tun. Vielleicht sollst du dich anpassen oder deine Freundschaften sortieren. Dein Geist wird gestärkt durch diese Karte. Und diese Karte hat auch mit Herzchakra zu tun. Und wenn man genau so hinhört, Chlor, hört man vielleicht mal auch Klo. Und zwar, etwas muss weggespült werden aus deinem Leben und desinfiziert werden. Also denk nach, was das ist. Die nächste Karte ist 38. SR, Strontium. Diese Material ist formbar, das heißt, du kommst in die verformbare Phase momentan, musst dich dann umstellen, hat mit Kontaktfreudigkeit zu tun. Also Strontium hat immer Kontakte mit anderen Elementen, auch du kommst in Kontaktaufnahme, neue Leute kommen auf dich zu und kann aber auch reagieren, sehr heftig reagieren mit anderen nicht passenden Elementen. Ja, Strontium steht für Gruppen und Gleichgesinnte. Wenn man genau hinhört, hört man Stroh oder Strom. Jetzt kommen wir zu der nächsten Karte. 96. Curium. Ja, das ist ein sehr, sehr strahlendes Element. Wird auch in der Strahlenlehre eingesetzt. Also hat auch mit Außenwelt zu tun und steht für Verstehen und Ermitteln. Du sollst mehr verstehen in deinem Leben und du wirst auch einiges ermitteln können. Wenn man Curium hört, kommst du vielleicht auf das Wort kuriös oder Kummer, Kurkuma. Und das ist ein sehr seltenes Element. Das heißt, es kommt nicht jedes Mal im Leben vor, dass du mit diesem Element zu tun hast. Du sollst einfach nach außen strahlen. Du sollst gesehen werden. Also lerne, dich zu zeigen. Und die letzte Karte steht für Chrom. Das ist auch sehr zäh und beständig. So bist du auch. Viele Verbindungen kommen zustande mit Chrom und hat allerdings kaum Reaktion, steht daher für Glaube. Das heißt, du sollst an dich glauben, nur noch deinen Weg vorangehen. Und wenn du das Wort nochmal liest, Chrom, steht es für Rom oder Rum, groß, starr oder hoch. Und du sollst auf jeden Fall richtig deine Beständigkeit behalten und nicht alles gefallen lassen. Also bleib bei deiner Meinung. Ich wünsche dir alles Gute. Und wenn dir das Video gefallen hat, teile das mit deinen Freunden, wird mich freuen. Alles Gute, dein Vibe Chance. Ciao.